Ja, hallo, der Toni vom Team Das Kellerbuch. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wenn man mehrere Lager verwendet und dann noch bei den Artikeln oder Kunden vielleicht spezielle Lager eingestellt hat, in welcher Reihenfolge das Programm diese abhandelt. Zu dem Beispiel möchte ich euch einmal zeigen, ein Artikel, der heißt bei mir GV-Lite und bei dem ist ein Lager eingestellt. Wie in einem früheren Video zu sehen, kann man hier verschiedene Lager eben auswählen, wo der Artikel standardmäßig abgebucht werden soll. Man kann aber, auch wie bei einem anderen Video schon gezeigt, auch beim Kunden einstellen, dass der ein spezielles Lager hat oder von diesem bedient wird. In meinem Fall beim Landgasthof Wörgl habe ich eingestellt, dass der seine Ware aus dem Lager Tirol bekommen soll. So, das ist jetzt deswegen wichtig zu wissen, wenn ich jetzt einen Lieferschein oder eine Rechnung stelle, erkennt zwar das Programm, schaut nach, wo der Artikel daherkommt, aus welchem Lager, wenn aber, und das ist jetzt wichtig, beim Kunden ein eigenes oder spezielles Lager eingestellt wird, dann zieht oder zählt dieses mehr. Also der Kunde, sozusagen die Einstellung beim Kunden ist mehr wert oder wird eher herangezogen als die Einstellung beim Artikel. Das hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt einen Lieferschein, eine Rechnung oder was auch immer ich stelle, dann muss ich auch durch oder mit der neuen Funktion nicht lange auswählen, sondern wenn ich jetzt in diesem Fall den GV-Lite heranziehe, wird der automatisch aus diesem Lager, das ich beim Kunden eingestellt habe, abgebucht, auch wenn der eine spezielle Artikeleinstellung hätte. So, jetzt kann aber die Situation es erfordern, dass ich trotzdem diesen Kunden von einem anderen Lager beliefern möchte. Dazu gibt es hier oben die Funktion Lagerauswahl. Und ich sage immer, diese Lagerauswahlfunktion geht so wie ein alter Fernsehknopf, den kann man reindrucken und der bleibt dann auch sozusagen gesetzt. Und wenn ich jetzt diesen Artikel anwähle, der Kunde möchte 12 Stück haben, dann kommt zusätzlich ein neues Fenster und jetzt kann ich sagen, ich weiß, der bekommt es standardmäßig von Tirol, aber diesmal möchte ich die 12 Stück abbuchen von diesem Standardlager. So, das ist eigentlich schon die ganze Kunst und ich hoffe, damit ist jetzt klarer, wann das Programm welchen Artikel für welchen Kunden zuordnet. Wenn nicht, dann bitte einfach anrufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.